name is Jimmy. Jimmy, 66 Jahre. She is old. Ich habe am ganzen Körper Ausschlag. A condition that goes over my whole body. These bumps are all überall auf den Beinen, my Armen, my back, dem Rücken, my chest, der Brust. Feels like ich fühle mich an wie ein Krokodil. Meine Haut ist eine juckende Hölle. Nach dem Aufwachen ist es so. Ich bin den ganzen Tag am Kratzen. Ich versuche, an was anderes zu denken, um mich abzulenken. Nützt nichts. 90% meiner Haut sind betroffen. Weil es so schmerzt, trage ich nur noch Shorts. Kein Hemd, höchstens ein Unterhemd. Am schlimmsten ist es an den Beinen. Weil ich mich dauernd kratze, brauche ich kurze Fingernägel. Sonst kratze ich mich dauernd blutig, richtig doll. Morbus Darié ist eine seltene autosomal-dominante Erbkrankheit, die über Generationen vererbt werden kann. Typisch sind diese schmutzig wirkenden Areale, die manchmal unangenehm riechen, weil sich Feuchtigkeit bildet. Die Haut wirkt sehr spröde. Betroffen sind die für Seborrhoe typischen Körperbereiche, also die Stellen, wo die Haut zu Schuppenbildung neigt. Der Schweregrad ist unterschiedlich, aber es ist eine chronische Erkrankung. Und je nach Leidensdruck kann er einen körperlich und psychisch sehr belasten. Wo haben Sie das? Einfach überall, außer im Gesicht und im Intimbereich. Okay. Beides wichtig. Das eine zeigt man, das andere nicht so oft. Hängt vom Strand ab. Wurden Sie behandelt? Nein, nur letztes Jahr nach einem sehr schlimmen Sonnenbrand wurde mir was verschrieben. Aber die Nebenwirkungen. Inwiefern? Selbstmordgefahr, Rektalblutungen, Übelkeit, Erbrechen. Da kriegt man ja Angst. Man braucht nur die Packungsbeilage zu lesen und bekommt Panik, weil es nur so Nebenwirkungen hagelt. Aber die treten nur in äußerst seltenen Fällen auf. Und letztlich geht's um die Abwägung von Chancen und Risiken. Auf der Brust ist etwas weniger. Wo ist es am schlimmsten? Es fühlt sich wirklich sehr krustig an und wird nicht besser. Achselhöhlen? Jucken? Ich kratze viel. Hatten Sie eine Biopsie? Als Kind. Und es hieß Darié? Ja. Eine sehr seltene Krankheit. Die Vererbung ist autosomal dominant. Das heißt, nicht in jeder Generation entwickeln sich Symptome. Das Erscheinungsbild ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind nur wenige Stellen betroffen. Oder aber, wie bei Jimmy, viele. Der schlimmste Fall, den ich kenne. Wahrscheinlich Morbus Darié. Zum Glück ist das nicht lebensbedrohlich. Leider ist es sehr störend und schlecht zu behandeln. Aber es gibt verschreibungspflichtige Wirkstoffe, die dagegen helfen. Zum Beispiel Isotretinoin. Das wurde ihm schon mal empfohlen, aber er hatte da seine Zweifel. Vielleicht kann ich ihn umstimmen und für einen ähnlichen Wirkstoff begeistern. Es gibt noch etwas anderes aus derselben Wirkstoffklasse, nennt sich Acitretin. Das ist ebenso wirksam und vielleicht noch besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Das könnte helfen. Es wird nicht mehr gegen Akne verschrieben. Man kann damit aber auch Schuppenflechte behandeln. Es mindert die Talgproduktion und die Haut fühlt sich dann trockener an. Außerdem steigt dadurch vorübergehend Ihr Cholesterin- und Triglyceridspiegel.
Wären Sie damit einverstanden? Ja, geht klar. Sie sind wild entschlossen. Ich probiere das mal aus. Okay. Gibt es da jemanden? Ich würde sogar Medikamente und Nebenwirkungen in Kauf nehmen für Janine. Sie lebt seit 10 Monaten bei mir. Und wir kommen uns immer näher. Erst mal abwarten. Aber ich möchte mich auf die Zukunft mit ihr freuen können. Nebenwirkungen sind selten. Aber wir passen schon auf sie auf. Wir machen regelmäßig ein Blutbild, um zu checken, dass ihre Blutfette nicht aus dem Ruder laufen. Und wenn doch irgendwas ist oder sie das Medikament einfach nicht mehr nehmen möchten, lassen wir es. Ihr letztes Blutbild war ganz gut. Sie sind gesund. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit für sie. Der Wirkstoff kann die Leber belasten und sich damit auf die Blutfette auswirken. Aber wenn man regelmäßig ein Blutbild macht, kann man solchen Problemen vorbeugen. Bestimmt hilft es Ihnen. Sie sind schon ein toller Typ, kaum zu verbessern. Schon als Kind musste ich lernen, besonders nett zu allen zu sein, damit sie mich akzeptieren. Die Leute für sich einnehmen. Bei mir hat das geklappt. Aus Ihnen wird ein kleiner George Clooney. Die Nebenwirkungen machen mir Sorgen. Aber letzte Chance. Ich vertraue Dr. Lee. Wir fangen mit Azithromycin an und machen in 4 Wochen ein Blutbild. Über Nacht passiert nichts. Das braucht Zeit, bevor wir eine Wirkung sehen. Leicht wird es nicht, aber ich war seit 60 Jahren nicht so guter Dinge. Vor 3 Monaten war ich bei Dr. Lee. Ich sah seit 40 Jahren nicht besser aus. Das Medikament wirkt richtig gut. Meine Haut ist schon viel weicher und nicht mehr so schuppig. Die raue Schale geht weg. Ich hatte Angst vor den Tabletten, aber sie haben mein Leben gerettet. Und ich nehme sie weiter, denn die Haut wird immer noch besser. Das hätte ich gleich machen sollen. Kaffee kochen bekleidet. Sonst war ich drin nie angezogen. Bevor ich bei Dr. Lee war, konnte ich keine Kleidung ertragen. Dann tat alles noch mehr weh. Jetzt stört sie mich nicht mehr. Ich trage, was ich will. Anziehen, wohlfühlen, ausgehen.